Nach dem gestrigen Abverkauf schöpfen die Bullen wieder Hoffnung, denn wir sehen heute eine Rallye. Was aber taugt diese Rallye? Ist sie nachhaltig? Ja oder nein? Denn bei genauerem Hinsehen merken wir, hups, die ganzen Belastungsfaktoren, der Gegenwind ist nach wie vor da, da hat sich nichts dran geändert, kein Problem, ist irgendwie gelöst worden. Und dennoch gibt es einen Faktor, der den Bullen in die Karten spielen könnte, das will ich in diesem Video zeigen. Zunächst mal zu den Ereignissen heute. Wir sehen, wie Jerome Blockland zeigt, eine interessante Marktdynamik. Wir sehen, dass die Energiepreise weiter durch die Decke schießen heute. Wir sehen, dass die Anleiherenditen steigen. Wir sehen, dass der Dollar stark bleibt. Und wir sehen gleichzeitig, dass die Aktienmärkte stark steigen. Hier sehen wir etwa im Chart die 10-jährige US-Rendite. Über 1,53% gestiegen. Dennoch hat der Nasdaq seinen besten Tag seit dem 20. Mai. Was ist da los? Wie passt dieses Bild zusammen? Und das will ich anhand dieser drei Kategorien Anleihen, Aktienmärkte und eben Energiepreise ein bisschen versuchen zu verdeutlichen. Wir fangen mal zunächst an mit den Anleihen. Und da ist bemerkenswert, dass nicht nur die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe deutlich gestiegen sind und für andere Anleihen, sondern eben auch die Credit Default Swaps, also die Ausfallversicherungspreise, wenn man so will, für US-Staatsanleihen mit Laufzeit einem Jahr. Da wird es also dem einen oder anderen mulmig. Was passiert mit der Schuldenobergrenze? Werden die das hinkriegen? Ja oder nein? Wie wird das Ganze laufen? Hier sehen wir also, dass da eine gewisse Verunsicherung der Fall ist. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen weiter steigen. Hier sind die sogenannten 10-Year Break-Evens. Also wie wird sich die Inflation entwickeln? Das wird hier in diesen Futures eingepreist. Deutlich nach oben gegangen heute. Und naja, hohe Inflation ist ja nicht das, was die Märkte unbedingt jetzt, die Aktienmärkte unbedingt kotieren. Übrigens auch in Deutschland die 10-Year Break-Evens mit 1,7% auf dem höchsten Stand seit 2013. Eigentlich alles Alarmsignale, wenn man will. Zumindest keine beruhigenden Faktoren. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Da sehen wir hier die FANG-Aktien, die haben ihren 200-Tages-Durchschnitt getestet und die Amerikaner, die gucken sehr genau auf diese gleitenden Durchschnitte. Das muss also halten, so hieß es heute Morgen. Und siehe da, es hat gehalten, der Nasdaq, der stärkste Index derzeit bei den US-Indizes. Und wir sehen die enorme Bedeutung dieser Big Five, dieser großen 5 Aktien, also Apple, Amazon, Microsoft, Facebook und wie sie alle heißen, ich kann ja nicht einmal bis 5 zählen, wie soll mir dann die 5. einfallen. Aber schauen wir mal diese 5 Aktien an, von wo ich nur 4 kenne, nicht wahr? Da sehen wir, dass die jetzt in den letzten 5 Tagen 5,6% durchschnittlich gefallen sind. Das ist der größte Rückgang seit Mai. Also es hat da die Schwergewichte getroffen, die sind unter Druck gekommen und auf der anderen Seite sehen wir nicht nur die Schwergewichte, sondern auch die sogenannten FOMO-Aktien, Fear of Missing Out. Das ist ein ETF, das extra eingeführt wurde. Da sind eben so FOMO-Aktien, sind so Momentum-Aktien sind da enthalten. Wir sehen, die sind deutlich stärker gefallen als der Gesamtmarkt in den letzten Tagen. Also nicht nur Big Tech ist gefallen, sondern eben auch die FOMO-Aktien sind unter Druck gekommen. Und jetzt der Hoffnungspunkt für die Bullen, meine Damen und Herren. Und Sie wissen, ich bin der bullischste Mensch unter der Sonne. Dementsprechend ist dieses Argument für mich sehr, sehr wichtig natürlich. Wir sehen, dass hier die Market Maker im Nasdaq etwa ein extrem negatives Gamma haben. Bedeutet faktisch, die mussten sich absichern auf der Unterseite. Die Märkte sind gefallen. Nun stehen die meisten mit Optionen ja long im Markt bekanntermaßen. Da muss der Broker sich abhatchen, muss gucken, wie er die Geschichte mehr oder weniger für sich selbst risikoneutral gestaltet. Das heißt, er verkauft selbst dann physisch Aktien, eben aus dem Tech-Bereich, oder geht Positionen ein, die ihn absichern. Dementsprechend sind diese Broker jetzt vollgesogen mit Verkaufspositionen, stehen also netto sehr, sehr short im Markt, oder diese Market Maker genauer gesagt. Und wenn was nach oben kommt, dann müssen die wiederum mitgehen, dann müssen die ihre Absicherungspositionen verkaufen. Das kann nach oben eine ziemliche Dynamik auslösen, so zum Beispiel Nomura heute mit einer Analyse. Also das ist mehr oder weniger ein mechanisches Argument, ein marktmechanisches Argument, das dafür spricht, dass da doch noch was nach oben gehen kann, obwohl der Gegenwind durchaus ja nach wie vor kräftig ist. Und hier mal ein paar unterschiedliche Einschätzungen. Bank of America sagt etwa ja, also wir haben jetzt erst 24 Mal es gesehen, dass wir in den letzten 10 Tagen 3 Sigma-Abweichungen haben nach unten, also dass da Abverkäufe größere Tagesverluste waren
Und das innerhalb der letzten 10 Tage, das gab es erst 24 Mal seit 1928, also seit knapp 100 Jahren. Also eher, naja, eine Sicht, die sagte, da ist Gefahr im Verzug, während Wedbush, anderes Analysehaus, sagt, ja, also die meisten Aktien sind jetzt durchschnittlich 20% im Minus seit Mitte August und wir glauben, dass das jetzt alles eigentlich eingepreist ist und insgesamt sei es doch besser, wenn wir jetzt eine Situation in der Wirtschaft vorfinden, wo es ein Angebotsproblem gibt. Das sei doch viel besser, als wenn es ein Nachfrageproblem gibt, die Leute also zu wenig Produkte, Dienstleistungen nachfragen. Nachfrage ist ja nach wie vor gut, aber das Angebot ist das Problem. Das sieht also Wedbush als positives Argument. Aber jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich dem Energiemarkt. Hier sehen wir die Gaspreise in Europa, Erdgaspreise 24% gestiegen, heute einmal mehr, Kohle 8% gestiegen und die Europäische Union versucht jetzt herauszufinden, wie kann man das stoppen, wie kann man diese Dynamik stoppen. Sie ist teilweise selbst dran schuld, wie ich gleich zeige. Hier sehen wir Dutch Gas, das ist praktisch das Leitgas, wenn man so will, für den europäischen Markt. Wir sehen unten zum Beispiel die Powerpreise, also die Strompreise in Deutschland gehen auch weiter nach oben. Wir sehen, dass Kohle weiter steigt, dass auch die Carbon-Emissionspreise weiter nach oben gehen. Nicht ganz so krass, aber eben auch dennoch deutlich nach oben. Also wir haben nach wie vor explodierende Energiepreise und das ist ja schlecht für die Inflation. Das macht die Notenbanken dann ja wehrlos, wenn wir praktisch einen Schock haben durch die für die Inflationsberechnung so wichtigen Energiepreise. Was soll die Notenbank dann tun? Kann sie dann weiter auf dem Gaspedal bleiben? Nein, dann würde sie die Inflation weiter nach oben bringen, also müsste sie aufs Bremspedal treten. Nun ist aber dieser Energiesektor für viele Unternehmen und Konsumenten so wichtig, dass er alleine durch diese höheren Kosten schon die Wirtschaft bremst, weil dann schlichtweg die Firmen sich weniger leisten können. Die Kosten steigen sowohl für die Firmen als auch für die Verbraucher. Dennoch müsste die Notenbank auf die Bremse treten durch Tapering und möglicherweise dann eben Zinsanhebungen. Also hier dieser große Belastungsfaktor Energiepreise, null Entspannung, sogar eine Radikalisierung, eine Eskalierung der Situation könnte man formulieren. Daher der Anstieg der Aktienmärkte schon erstaunlich, aber möglicherweise eben durch diese Mechaniken zu erklären, die ich vorhin gezeigt habe, etwa anhand des Nasdaq. Ja, ein Faktor, dass die Energiepreise weiter steigen, ist natürlich China, die sucking out, die saugen geradezu alles auf am Energiemarkt, was sie bekommen können, ob es Erdgas ist, ob es Öl ist, ob es Kohle ist. Die versuchen sozusagen alles zu bekommen und das bringt Europa in eine schlechte Position, weil die Chinesen auch höhere Preise bereit sind zu zahlen, offenkundig. Daher besteht, wie hier dieser Artikel zeigt, durchaus die Gefahr von Blackouts, also von Stromausfällen im Winter in Europa. Das wäre jetzt nicht so schön. Und der andere Grund, warum heute die Gaspreise weiter steigen, ist, weil Abgeordnete des Europäischen Parlaments gesagt haben, ja, also da mit Nord Stream 2, also ob das überhaupt den gesetzlichen Anforderungen entspricht, das wollen wir nochmal prüfen. Mithin wird also durch europäische Autoritäten die Legitimität von Nord Stream 2 in Frage gestellt und die Russen haben gesagt, wir werden Nord Stream 2 jetzt so bald wie möglich ans Laufen bringen und da schon Gas durchschicken, was dann die Situation in Europa deutlich verbessern würde, so die Annahme. Aber jetzt kommt sozusagen Gegenwind von der Politik. Seite, da wird sich also gerne wieder mal ins eigene Knie geschossen und das Ganze jetzt noch kombiniert mit dem Problem, dass wenn man sich mal die Lagerbestände oder die Vorräte von Gazprom anschaut, also dem wichtigsten Gaslieferanten, wenn man so will, hier unten sehen Sie diese dunkle Linie, da sind praktisch kaum Vorräte mehr da, die Gazprom hat. Also von daher ist das ein Riesenproblem. Die Lager sind ja vergleichsweise leer, auch in Europa. Das heißt, man kann da schlichtweg nicht aus der Reserve schöpfen. Und kommen wir jetzt nochmal neben den Energiepreisen zu diesen altbekannten Themen, Lieferkettenprobleme, Materialmangel, heute ASM-Index, Dienstleistung, weiter steigende Preise. Bottlenecks are increasing. Die Flaschenhälse, die nehmen also zu. Und hier habe ich Ihnen mal den Text des ASM praktisch displayed, wenn man so will, und gelb markiert sind eben Begrifflichkeiten wie steigende Kosten, steigende Preise, Lieferengpässe, Materialkosten etc. Also das kommt in jedem Satz, wird das immer wieder gesagt. Wir haben riesige Probleme, die Nachfrage ist gut, das ist nicht unser Problem, aber das Angebot ist nicht da, dementsprechend ist eben die Situation so schwierig derzeit. Nachfrage ist da, Angebot ist nicht da. Das ist das große Thema, das wir derzeit haben. Und das sehen wir auch zum Beispiel in UK.
In Großbritannien also, wo ja Arbeitskräfte vor allem fehlen, neben den anderen Thematiken, Energiepreise, die auch dort durch die Decke schießen. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel in Großbritannien müssen jetzt durch Bauern massenhaft Schweine geschlachtet werden. Warum? Weil in den Schlachthäusern schlichtweg zu wenige Mitarbeiter sind, die waren meistens aus der EU gekommen, Polen etc. Die sind jetzt weg, jetzt können die Schlachthäuser nicht mehr mitkommen, die haben viel zu wenig Arbeitskräfte, um dem Ganzen noch Herr werden zu können. Und jetzt haben diese Schlachthäuser Boris Johnson direkt angesprochen, haben gesagt, wir brauchen Hilfe. Johnson hat gesagt, nö, wir halten uns an unsere Prinzipien, da wird es keine Ausnahmegenehmigungen geben. Dementsprechend müssen die Bauern jetzt ihre Schweine schlachten, bis zu 120.000 Schweine. Warum? Weil die sozusagen gar keinen Platz mehr haben. Die sind total eingepfercht, es wurden eben zu wenige Schweine geschlachtet, sodass die Ställe überquellen geradezu, also eine groteske Situation, die hier in UK nochmal der Fall ist, praktisch die überspitzte Situation, die wir ohnehin haben in UK durch den Brexit nochmal auf den Punkt gebracht, aber auch in den USA, etwa Target, dieser ganz große Einzelhändler, der will jetzt 30.000 Menschen einstellen, 30.000 Positionen besetzen, die sich nur um Lieferketten kümmern. Hier sehen wir, was für ein immenses Potenzial hier an potenziellen Jobs ist, aber eben auch an Problemen da ist, die wir hier sehen. Und das natürlich auch in Deutschland, etwa hier die neuesten Zahlen. Autoproduktion in Deutschland hat sich zur Vor-Corona-Zeit halbiert in etwa. Warum? Lieferengpässe, Materialmangel, man kann schlichtweg nicht produzieren. Sie haben sicherlich die Schlagzeilen gelesen, Opel, VW, alle müssen ja Werke schließen, müssen die Bänder stillstehen lassen, weil man eben nichts mehr hat, was man in diesen Autos verbauen kann. Die Autos sind ja inzwischen extrem chipintensiv. Früher war das nicht so das Problem, aber inzwischen sind unglaublich viele Chips in einem solchen Auto. Dementsprechend ist das ein Riesenproblem und das ist natürlich Wirtschaftsabkühlung, ganz klar. Ein wichtiger Sektor, gerade für die deutsche Wirtschaft, ist natürlich der Automobilsektor. Und jetzt kommen wir noch nach China, das ist ja auch so ein Thema, das im Hintergrund wabert mit Evergrande. Wir sehen jetzt hier, S&P hat Fantasia praktisch auf SD, Selected Default, gestellt, also praktisch eigentlich schon insolvent. Und auch die Kaiser Group, da ist praktisch die Anleihe abgestürzt, heute wieder um 11%. Kein konkreter Grund, kein Zahlungsausfall, den das Unternehmen hier melden musste, sondern einfach die Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt. Hongkong ist ja derzeit auf, aber Festlandchina eben nicht. Die kommen erst am Freitag wieder an die Börse. Und hier sehen wir in diesem Chart mal, welche Bedeutung der Immobilienmarkt in China hat. Knapp 30%, deutlich höher als in UK, USA, Deutschland oder auch Korea. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, da hängt so viel dran. Und wenn da die Dinge schlecht laufen, dann wird das nicht nur für China schlecht, sondern für die ganze Welt. Und wir sehen vor allem dann auch diese Schattenverschuldung in China, etwa die sogenannten Local Government Financing Vehicles, LGFVs. Die haben eine Verschuldung von 8,2 Billionen Dollar. Das entspricht in etwa der Hälfte des britischen BIPs. Das sind praktisch Schattenschulden, wenn man so will, Schattenbanken, die da existieren. Das ist also ein Faktor, der extrem wichtig ist. Jetzt sehen wir, dass kaum mehr Neuemissionen solcher Anlageprodukte durch die Lokalverwaltungen passieren, aber dass die Anleihen, die man begeben hat, die man also rausgegeben hat, jetzt bald fällig werden in den nächsten Jahren. Und das wird ein Riesenthema eben auch auf Provinzebene in China. Es sind nicht nur die Unternehmen, es sind auch die Provinzen, die ein riesiges Schuldenproblem haben. Also, das ist die Situation, meine Damen und Herren. Die Probleme sind nicht gelöst. Die Aktienmärkte sind dennoch gestiegen. Wie gesagt, da kann es einen mechanischen Faktor dahinter geben. Und je weiter die Märkte steigen, umso weiter könnten sie steigen, weil dann die Mechanik eben zum Tragen kommt, weil dann die Market Maker weitere Positionen, die sie praktisch als Absicherung auf der Short-Seite haben, dann auflösen würden. Das wären faktisch dann Käufe. Auf der anderen Seite sind die Bremsfaktoren so maßgeblich, dass man sich fragt, ja, wie kann das irgendwie funktionieren. Am Freitag haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, wir haben vor der Brust diese ganze Schuldenobergrenzen-Thematik. Das werden zwei sehr wichtige Dinge werden. Aber jetzt vorab mal der Hinweis auf zwei Artikel, die ich Ihnen noch unter das Video verlinken werde. Inflation, Notenbanken scheitern beim Versuch, Wirtschaft zu steuern.
Hier ein wunderschöner Vergleich mit der sowjetischen Behörde, die versuchte, die Wirtschaft zu lenken und damit gnadenlos erfolgreich war, wie wir spätestens seit 1989 wissen. Und dann der zweite eben nochmal, dass Sie sich informieren können über die Gaspreise in Europa, was da abgeht, was da los ist. Auch das werde ich unter das Video verlinken. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren, das kann man sich merken. Ich kann nicht bis 5 zählen, aber Sie bestimmt bis 2. Dementsprechend traue ich Ihnen das zu. Und ich traue Ihnen auch zu, dass Sie am Donnerstag dann dabei sind, wenn wir mit Rüdiger Born mal das Big Picture diskutieren. Jetzt für die nächsten Monate, was kommt da auf die Märkte zu aus fundamentaler Sicht auf der einen Seite und vor allem aus charttechnischer Sicht auf der anderen Seite. Eine sehr schöne Kombination mit dem wunderbaren Rüdiger Born. Ich freue mich schon riesig drauf. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, und im Hinterkopf behalten. Donnerstag 18:30 Uhr. Jetzt sage ich Servus und Ciao, Servus.